Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt, dann kannst du auch selber unterschreiben. Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt, unterschreibst du wieder für mich? Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt, dann kannst du auch selber unterschreiben. Lieber Herr Professor Reuter, nachdem ich soeben erstmals eine Ihrer unlesbaren Textbombermails, die man sowieso gleich am liebsten in den Papierkorb verschieben möchte, leerlaufen, Schachtelsätze voll abschreckend, in ein Word-Dokument rauskopiert habe, um sie dann mit entsprechenden Zeilenabstand versehen, auch lesen zu können, schreibe ich Ihnen gerne, dass ich bei der Gestaltung lediglich von einer anderen Arbeit des Seltsamkeiten-Seminars inspiriert worden bin. Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt. Unterschreibst du wieder für mich? Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt, dann kannst du auch selber unterschreiben. Lieber Herr Professor Reuter, dass ich sicher nicht in Ihre Sprechstunde kommen werde. Solange Sie nicht noch einen weiteren Termin oder eine Prüfungsmöglichkeit für die Ringvorlesung des vergangenen Wintersemesters anbieten, ist für mich völlig klar, lieber Herr Professor Reuter, dass ich es nicht traurig finde, keine Systematikerin zu sein. Nehmen Sie mir sicher ab. Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt. Unterschreibst du wieder für mich? Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt, dann kannst du auch selber unterschreiben. Sehr geehrter Herr Professor Reuter, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihrem heutigen Seminar gerade zu meinem Referatstermin nicht Folge leisten kann. Meine Verkühlung ist so weit fortgeschritten, dass meine Stimme mich bereits verlassen hat und ich zu schwach bin, um den Weg auf die Uni anzutreten. Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt. Unterschreibst du wieder für mich? Gerade zu meinem Referatstermin. Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt, dann kannst du auch selber unterschreiben. Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt. Unterschreibst du wieder für mich? Unterschreibst du wieder für mich? Wenn du schon da sitzt, dann kannst du auch selber unterschreiben.